Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Tier 10. Ja, tatsächlich, es ist mal wieder soweit und ich fahre alleine ab ins Gefecht. Ich bin immer noch beim MX-5020, das solltet ihr aus der letzten Folge ja noch kennen. Und ich habe ein kleines bisschen Angst. Ist das okay? Darf ich das so sagen? Der AMX-5020 ist so ein Fluchpanzer, wobei ich mittlerweile die Winrate ja immerhin über 50% bringen konnte. Ich glaube, rein von den Stats her ist es immer noch horrible. Aber ja, mal gucken. Irgendwie, ich glaube, dass ich so ein Problem damit hatte, weil er sich, oder habe, teilweise immer noch habe, würde ich sagen, weil er sich so echt hart anders spielt als der AMX-5100. Mit dem AMX-5100 konnte man einfach ein bisschen aggressiver auch mal reingehen. Das ist bei dem 5020 halt null der Fall. Dementsprechend, und zusätzlich ist die Gun Depression und die Gun Elevation noch ein gutes Stück schlechter als bei dem 5100. Ich werde mal oben Richtung Medium-Hügel fahren. Ich werde mich hart zurückhalten, auf jeden Fall. Ich habe schon die Kommentare gelesen, von wegen, ich sollte beachten, dass es eben ein Franzosenpanzer ist und Franzosenpanzer eben, ja, nicht in der ersten Reihe stehen. Das ist mir alles schon bewusst. Ich versuche ja auch immer nicht in der ersten Reihe zu stehen. Aber es gab auch Matches, wo ich nicht in der ersten Reihe stand und trotzdem irgendwie nichts abbekommen habe, weil, weiß ich nicht, das alles nicht so richtig lief. So, ich bleib mal kurz hier stehen. Ich muss mal ganz kurz... Wobei, jetzt geht's gerade einigermaßen. Ich habe so ein bisschen Bange wegen den Microlags, die ich gerade habe. Ich hatte nämlich eben noch einen Download laufen. Ich muss überlegen, ob ich den einfach mal kurz ausmache. Das werde ich mal eben tun. Das ist vielleicht eine ganz gute Entscheidung. Das mache ich mal kurz. So. Jetzt ist er aus. Alles gut. Jetzt dürfte es halbwegs zumindest ein bisschen besser laufen, hoffe ich. An den komme ich nicht dran. Da unten will ich nicht hin, weil da kann ich dann ins Feuer von da hinten genommen werden. Comet Lorraine. Warte mal, jetzt könnte ich vielleicht mal hier so ein bisschen vor. Und das hier mal. Ah, voll verschossen, hey. Da bin ich jetzt offen und es gibt drei Artis. Das heißt, aufpasse. Ein bisschen anders hinstellen. Treffe ich den dann? Nee. Ist auch ein 120er. Der hat genauso wenig Fun gerade wie ich immer mit dem 120er. Ich glaube, ich werde mal unten reinfahren in den Kessel. Ich denke, da habe ich zumindest noch ein bisschen die Möglichkeit, Schaden auszuteilen, zu agieren, mich wieder zurückzuziehen. Dann bleibt immer noch ein Rückweg offen, außer ich stelle es beschissen an. Aber auf den da kann ich zum Beispiel ja gleich mal wirken. Ja, der wird jetzt hart in die Mangel genommen, der wird nicht lange leben. Da ist er nämlich schon hin. Aber die kommen da hinten gerade durch. Deswegen fahre ich einfach mal lang. Ah, oh, das war ein Artishot, hey. Und wie laut der war. So. Daddeln wir mal hier kurz durch die Mitte. Dann gucke ich mal, was da hinten so abgeht. Da ist auch schon was in unserer Basis. Und das gilt es zu verhindern. Mal gucken, wie ich das am besten anstelle. Da ist Brücke, 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 E50. Ja, ping doch halt noch mehr. Das wird jetzt auch nicht gerade helfen. Ich versuche von hinten an den Cap ranzufahren. Dieses Ding ist so unfassbar lahmarschig. So, ich fahre mal hier hin. Hab dann immer noch die Häuser in Deckung. Kann mich ein bisschen weiter zurückziehen. Hinter die Edge-Line. Und dann schauen wir mal. Da müsste das eigentlich
halbwegs funktionieren können. Den treffe ich aktuell noch nicht. Ich will aber auch nicht so hart drauf fahren. Es ist halt schon wieder scheiße, weißt du? Die Entscheidung, da treffe ich schon wieder total falsch. Ich weiß, dass ich es falsch mache. Aber ich weiß aktuell nicht, ich bin so eingeschüchtert mit diesem Panzer, dass ich mich nicht traue, da irgendwie aktiv vorzupreschen. Und dann zwinge ich mich irgendwie dazu. Oh, wirklich. Ja, dann kommt doch vor. Komm doch vor. Ich drück da jetzt rein. Ist mir egal. Ja, naja, noch ein bisschen Schaden rausgehauen, aber es war trotzdem eine beschissene Runde. Immerhin ein Sieg, naja. Naja. Ja, irgendwie, ich muss mal ein bisschen gescheiter, besonders spielen. Ich muss mal über den Moment nachdenken, wann ich dann zuschlage, muss die Situation ein bisschen besser beurteilen können. Ich bin wirklich mit dem 50-120 so ein bisschen eingeschüchtert. Ich traue mich mit dem momentan einfach zu wenig. Beziehungsweise traue mich zu wenig, wenn die Situation es eigentlich sogar erfordern könnte oder es zulassen würde. So könnte man das eigentlich besser sagen. Dann halte ich mich immer noch zu weit zurück. Ich weiß, dass ich den nicht als Frontsau spielen darf, ne? Das ist klar. Das war beim AMX5100 auch schon so. Aber ich habe beim AMX5100 einfach irgendwie so ein viel besseres Gefühl für den Moment gehabt. Wenn ich mal vorstechen kann, dann Clip rausballern, bam, bam, zuschlagen, wieder zurückziehen, zurückfahren. Der ist auch ein bisschen schneller, wahrscheinlich deswegen vielleicht auch. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche diesen Fehler irgendwie mit dem AMX5020 auszumerzen. Das ist vielleicht sogar mal ganz spannend bei einem Road to Tier 10 Projekt, wie man so durch Situationskrisen mit dem Panzer gehen kann. Aber so zu 100% gelingt mir das noch nicht. Sind wir low tier. Ich werde nicht unten ins Dorf fahren. Ich werde versuchen, so ein bisschen die Linien zu supporten. Wir haben eine Arti im Gegnerteam, die FV-Arti. Ich werde mich wahrscheinlich hier so ein bisschen in die Region hinstellen. Gemäß der AMX5100 Natur, wie ich ihn auch immer gespielt habe, da bleibe ich noch flexibel und kann mich noch immer noch ein bisschen verschieben und anpassen. Auch wenn er hier einfach dafür nicht so schnell ist, also eigentlich nicht schnell genug für solche Aktionen, aber ja, müssen wir mal schauen. Ich denke mal, irgendwie werde ich das schon hinkriegen, dass ich mal ein bisschen mit dem warm werde. So, ich fahre noch ein Stück weiter. Ich lasse den Baum ganz und ich stelle mich dann mal hier in die Kuhle so ein bisschen. Und ich hoffe, ich habe genug Gun Depression. Gucken wir mal, ob da irgendwas kommt. Hier 7, die interessiert mich gerade herzlich wenig. STB-1 fährt bis hinten hinter dem Hügel, den werde ich da nicht treffen können. Bulldog in der Mitte, ELC. Müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt natürlich auch nicht die Mega-Range, um zu spotten, aber wir haben da ja eine TD von. Da ist ein AMX1390. Den werde ich aber nicht treffen. Wir sind hinter dem Hügel. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass da irgendwas hier hochkommt. Oder vielleicht hier lang fährt oder zu dem Hügel hin. Na? Das ist eine VK-Warze. Der ist mir eigentlich auch zu hart. Ja, der hat nicht getroffen. Oh, das war lucky. Das war wirklich lucky, dass ich den da noch so getroffen habe und den rausgenommen habe. Wenn man sich mal anguckt, wo der steht. Das hat mich gerade selbst überrascht, dass ich den da getroffen habe. Auch mal ein guter Moment.
mit dem Kollegen. Ich werde mal ein bisschen in die Mitte verschieben. Da ist gerade nur der Ruh. Der Bulldog geht gerade so ein bisschen auf den rauf. Versuche dir mal kurz zu helfen. Ah, schade. Wir laden mal nach, aber ich habe den Ruh immerhin retten können. War vielleicht sogar wichtig, dass wir da uns ein bisschen Licht behalten. Aber auf jeden Fall eine rettende Aktion. So eine Aktion können unter Umständen auch mal die Waagschale im Spiel in die eigene Richtung schieben. Sagt ihm jetzt, er hat Glück gehabt. Na gut, kann man sehen, wie man möchte. Vielleicht hat er, ist er auch gebounced oder so. Oh, da ist ein R100. Fuck my life. Das ist jetzt gar nicht so gut. Hat geschossen. Ich versuche mal irgendwie an die Weedspots zu kommen. Ja, will auch nicht schießen. Ist der B1? Kommt der da nochmal hoch? Ach, zu spät aufgegangen. Die Made. Ich wechsle mal einen Goldclip rein für den R100. Beziehungsweise für die IS-7. Das ist mir gerade alles nichts hier. Ich habe mich mal ein bisschen zurück, lad nach. Und dann versuche ich mal über die lange Kurve. Scheiße, der ist jetzt da weg. Jetzt ist der, kann der STB-1 freidrehen. Ist alles andere als geil gerade. Hinten sind noch... Genau, den meinte ich. TDs. Sieht gerade alles anders als... Oh je. Hier ist 7. Die wird hier rumdrücken. Fuck my life. Der Schuss muss jetzt eigentlich sitzen. Einen Schuss hätte ich. Nein! Er bounced halt. Ich habe so gut versucht zu treffen. Ah, es war aber so eine schöne Runde. Oh, und dann verkacke ich diesen Schuss. Aber ich bin mit der Runde wirklich einigermaßen zufrieden, muss ich sagen. Dass der Jagdpanzer von hinten kam, das war irgendwie... War das denn? Nee, es war der R100, wa? Nee, Jagdpanzer R100. Dass der von hinten so kam, das war Pech. Der ist ja auch schon draußen, also wäre der früher rausgeflogen, hätte ich die Keller nicht bekommen, hätte ich die E7 nass gemacht, vielleicht sogar. Na, Kinderwerfer. Hat jetzt wahrscheinlich wieder nachgeladen. Mach bloß einen Sichtschuss. Oh, siehst du die ISO nicht, Junge? Lol. Das war aber schon so ein bisschen Tunnelblick-like. Warum die nicht nach oben verschieben, ist mir ein so großes Rätsel. Leo 1, der ist noch voll und der verschiebt halt nicht nach oben. Die haben den STB-1 rausgenommen und sie verschieben halt nicht. Ach Gott. Überzahlsituation einfach wegwerfen. Warum tut man das? Aber die Arti macht ein gutes Spiel. Und der Jagdpanzer auch. Der macht das ganz schön. Och Mann, warum rettet er ihn denn nicht? Er hätte einfach vorziehen auf den Charioteer gehen können. Ungünstig. Ungünstig gespielt. Hätte der Jagdpanzer vielleicht noch überlebt, die Chance war da, weil frontal, ich weiß, ich nehme mal kurz die Maus,
Der Kollege hier hätte auch noch auf den Jagdpanzer wirken können. Hat eigentlich sogar eine ganz gute Schussposition von da oben gehabt, durch den Winkel, wenn er ein bisschen runterfährt. Aber es ist trotzdem noch immer noch die Front von dem Jagdpanzer auf R100 und die Möglichkeit wäre da gewesen, also wesentlich höher, da zu bouncen als der Charioteer von der Seite bei dem. Oder von hinten sogar, weiß ich nicht, wo er ihn penetriert hat. Deswegen wäre vielleicht sogar die bessere Idee gewesen, den Charioteer erst rauszunehmen, bevor er da auf den, auf die ISO oben geht. Vor allem, weil die ISO jetzt auch nicht die, ja, krasseste, warte mal, die ISO, weiß ich gerade gar nicht, was für einen Pennwert die hat. Der Charioteer hat, glaube ich, eine, hat er eine bessere Pen? Ich weiß es gerade gar nicht. Könnte sogar sein, dass die beide ungefähr gleich aufliegen. Das ist so eine Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Ich habe den Charioteer noch nicht gespielt. Ja, sind halt Idees, klar, die haben durchaus Pennen, aber was davon jetzt mehr hat? Ich glaube schon, dass die ISO ein bisschen mehr Pennen hat als der Charioteer. Würde ich jetzt einfach mal grob schätzen, aber wäre jetzt echt nur so ein Guess ohne Background-Wissen. Weil ich den Charioteer gerade nicht einschätzen kann von der Pen her. Würde ihn auf bitte 200 oder sowas tippen. Oh, schöne Position für den T54. Der hat es nicht verdient. Der hat nämlich die Runde echt nicht so geil gespielt, finde ich. Dass der noch so einen schönen Kuchen abkriegt. Aber die ganzen Mediums da haben es nicht mehr verdient, weil die einfach viel zu spät nach oben gezogen sind. Naja, war trotzdem mal eine einigermaßen annehmbare Runde. Ich fand sie wirklich okay. Gibt mir wieder neuen Mut. Vom Schaden her war es in Ordnung. WN wird jetzt da wahrscheinlich nicht der Knaller sein. Aber diese, das ist das Dummste, was sie gemacht haben, diese Freundschaftsanfragen, ne? Das ist so nervig. Guckt euch das an. Und ich versuche wirklich, die regelmäßig anzunehmen. Ah doch, 1800 da immerhin. Ja, bin ich im Prinzip ganz zufrieden mit. War eigentlich ganz schicki. Vom Damage her, von Erfahrungspunkten her. Spotting Damage habe ich nicht weitergemacht, Assisting Damage auch nicht. War halt echt schade, dass ich die ES7 so verdaddelt habe. Da hätte ich den hätte ich gut treffen können. Dachte eigentlich, ich kann so vorziehen, dass ich in Ruhe anvisieren kann, weil ich habe ihn getrackt, hat nur eine Kugel drin und jetzt unten untere Wanne, vielleicht komme ich da gut durch, aber war leider nicht so gut. Naja, das war es auf jeden Fall von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst mir dann einen Daumen da und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Ryu. Ciao.